Willkommen bei The Nosy Rosie, hier ist die Jen. Ja, nochmal ein kleiner Nachtrag. Letzte Woche hatten wir das Thema lesbische Websites, beziehungsweise Websites mit lesbischem Inhalt, denn ich weiß nicht, ob eine Website an sich lesbisch sein kann, oder ob sie hetero ist, oder wie auch immer. Auf jeden Fall Websites, die lesbische Themen beinhalten. Da wollte ich uns euch eigentlich vorstellen, goritzi.de. Jetzt habe ich zwar schon gesehen, dass Cassandra diese Website ja auch schon vorgestellt hat, aber ich wollte es trotzdem noch mal kurz erwähnen, denn das ist eine ganz nette Seite und die Mädels von dieser Seite wollen uns auch kurz vorstellen auf ihrer Website. Von daher wollte ich die noch mal kurz erwähnen. So, zum dieswöchigen Thema. Wie ist das mit den Exen? Die Lesbe und ihre Ex? Kann man befreundet sein oder nicht? Oder wie sieht man dieses Thema? Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nichts Konkretes nochmal herausfinden können, aber irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass das so ein Gerücht ist oder so eine Tendenz irgendwie, dass Lesben immer sehr gut mit ihren Exen befreundet sind. Ich bin da genauso wie Laura ein schlechtes Beispiel für, denn also ich habe zwei Exen, einer männlich, einer weiblich und habe eigentlich zu keiner der beiden Personen jetzt noch irgendwie Kontakt. Also das ging schon ziemlich so auseinander dann nach der Trennung und ja, also nicht befreundet. Ich denke, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie man mit der Person so klargekommen ist, beziehungsweise wie die Trennung war. Wenn es da irgendwie Stress gab, ist ja klar, dass man dann nicht unbedingt vielleicht befreundet sein will erstmal. Und grundsätzlich dauert das natürlich erstmal immer eine Zeit, bis man sich irgendwie gefangen hat und dass man dann vielleicht danach wieder befreundet sein kann, nach einer kurzen Pause. Denn man möchte sich ja vielleicht nach so einer Beziehung, wenn die denn zu Brüche geht, vielleicht auch erstmal erholen, könnte ich mir so vorstellen. Ja, und selbst wenn man es dann schafft, vielleicht nach einer Pause wieder befreundet zu sein, ist es, denke ich mal, immer noch schwierig. Denn vielleicht fühlt die eine Person dann doch immer noch ein bisschen mehr für die andere. Und dann kann es sicherlich doch zur Eifersucht kommen. Vor allem, wenn eine der Personen eine neue Beziehung hat. Wenn es dann irgendwann vielleicht beide eine neue Beziehung haben, ist es, glaube ich, auch schon wieder easy. Aber ich glaube, das kann schon echt kompliziert sein. Also ich kenne beide Fälle. Ich kenne jetzt, wie gesagt, meinen Part, gar keinen Kontakt zum oder zur Ex. Aber ich kenne auch schon Beispiele, wo das echt gut geklappt hat und ja, wo jetzt eine sehr gute Freundschaft entstanden ist. Denn, also ich glaube, kann schon viel wert sein, weil man mit jemandem zusammen war, dann hat man sicherlich viele persönliche Momente geteilt, man weiß viel voneinander und ja, es ist dann doch schon wertvoll, so jemanden zu haben. Und ja, dann kann es sicherlich ganz nett sein, wenn man es schafft, mit der Person eine Freundschaft aufzubauen. Ja, also wie gesagt, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Es kann so gehen, es kann aber auch so ausgehen und ja, es ist jedes Mal anders und es gibt da, glaube ich, gar keine Tendenz. Ja, oder gibt es wirklich dieses Gerücht, ist es wahr, oder diese Tendenz, dass Lesben immer mit ihren Exen gut befreundet sind? Immer kann ja schon mal nicht sein, wie man sieht. Schreibt mir doch mal, schreibt ihr in die Kommentare, ja, ich bin mit einer Ex gut befreundet oder nein, stimmt in meinem Fall nicht. Und dann zählen wir mal und gucken, wie so die Tendenz ist. Okay, bis nächste Woche. Bis dann, die Jen.